Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder zu einem kleinen kurzen Let's Play. Wir wissen es noch nicht so genau oder ich weiß es noch nicht so genau. Wir spielen Planet Base. Planet Base ist ein Spiel, ein Aufbauspiel. Es ist noch gar nicht so alt, glaube ich. Lass mich kurz nachgucken. Es ist von... keine Ahnung. Aber es ist noch nicht so alt auf jeden Fall. Wir spielen Planet Base. Ich habe ein bisschen selber schon gespielt. Also 2 Stunden habe ich schon gespielt, sodass ich ein bisschen was weiß. Das Tutorial habe ich gemacht und so weiter und so fort. Lebensmittelklasse S bin ich noch nicht, da brauche ich 12 Meilensteine. Ich habe erst 3. Und wenn wir mal gucken, wie viele Meilensteine wir noch kriegen. Wir sind also auf einem roten Planeten. Es könnte der Mars sein. Es hat Atmosphäre, so wie wir an den Wolken erkennen. Das ist auch noch relativ wichtig. Da steht auch hier die Eigenschaften. Solarmodule arbeiten auf voller Kapazität. Dichte der Atmosphäre hoch. Geeignet für Windturbinen, das ist auch noch wichtig. Sandsturmrisiko ist hoch. Das ist, das finden wir noch heraus, wenn da ein Sandsturm kommt. Und die Meteoritenrisiko ist niedrig. Das ist okay. Jetzt suchen wir uns noch einen Ort aus, wo wir hin wollen. Wir gehen dahin. Und unsere Basis heißt natürlich Basis D13. Beziehungsweise die heißt Basis G15. Die Basis G15. Los geht's. So. Größere Solarmodule und Windturbinen sind effektiver, da sie weniger Ersatzteile pro erzeugten Energieeinheit benötigen. Aber das findet ihr noch heraus. Wir haben, glaube ich, haben wir schon ein Spiel so ähnlich gespielt. Banished ist so ähnlich. Und sonst RimWorld, glaube ich, ist auch noch so ähnlich. Das findet ihr aber noch gleich heraus. Das ist, wie gesagt, eine Cutscene. Und nicht wie gesagt, aber das ist eine Cutscene. Die können wir noch nicht überspringen. Das ist unsere Kapsel. Und wir sehen schon, das sieht relativ gut aus hier. Bebaubarer Grund. Was genau und wie genau, das findet ihr gleich nochmal richtig heraus. Wie das funktioniert, weil unsere Menschen hier, die haben einige verschiedene Eigenschaften. Ich glaube, ich kann nicht pausieren. Deswegen sollten wir gleich mal direkt anfangen. Und zwar bauen wir als erstes, wie ihr seht, hier oben ist das Menü. Das ist kurz eingehalten. Hier sind Gebäude. Hier ist Basisverwaltung, Geschwindigkeit, Dächer anzeigen, Schnellspeichern und so weiter und so fort. Hier oben sehen wir, was wir sonst noch haben. Wir müssen jetzt schnell loslegen. Wir brauchen erstmal ein Solarmodul. Damit fangen wir an. Und wir bauen eins, was okay groß ist tatsächlich. Lass uns mal kurz gucken. Bauen wir hier drüben unser Solarmodul hin. Und vom Solarmodul brauchen wir auf jeden Fall einen Energiekollektor. Und der kann schon relativ groß sein. Würde ich fast behaupten. Dann müssen wir die so verbinden miteinander. Und dann brauchen wir noch einen Wasserextraktor. Den wir auch noch so verbinden. So, und dann brauchen wir noch O2. Das ist alles relativ wichtig jetzt, dass das alles auch relativ schnell geht. O2 lassen wir dann hier rein. Verbinden wir damit. Und können wir die beiden verbinden? Nee. Und nachdem wir O2 haben, nein, brauchen wir noch eine Eingangsschleuse. Die muss irgendwo in der Nähe des O2-Dingses sein. Die müssen auch verbunden werden. So, und das muss jetzt alles ein bisschen flott gehen, weil unsere Leute hier nicht viel Sauerstoff haben. Die haben nicht unbegrenzt Sauerstoff jetzt und die haben auch verschiedene Eigenschaften. Das können wir uns gleich direkt angucken. Machen wir. Ist ein bisschen blöd, die Geschwindigkeit kannst du mit Plus und Minus verändern. Das sind aber auch meine Aufnahmetasten. Ist nicht so awesome. So, hier wird jetzt O2 produziert. Und wir sehen hier erst, sie ist eine Arbeiterin. Er hier ist ein Ingenieur. Und, Arbeiter. Wir haben auch noch einen Biologen. Müsste grüne Klamotten haben. Genau. Hier ist unser Biologe. Oder unsere Biologin. So, das sollte jetzt passen. Hier sollte jetzt O2 reinkommen. Und die Jungs sollten sich dann jetzt erstmal hierhin begeben. Sodass die hier drin, unsere beiden Bauroboter, die sind eigentlich egal. Die brauchen kein O2. Aber die Jungs hier sollten O2 eigentlich benutzen. Und gebrauchen. Das ist unser Kolonieschiff, da sind noch die Sachen drin. Das können wir auch noch kaputt machen, das Kolonieschiff. Und dann bekommen wir ein paar Ressourcen mehr. Das machen wir auch gleich. Aber jetzt haben wir erstmal hier Sauerstoff für unsere Leute. Und das nächste, was die dann brauchen, wäre eine Kantine, weil die haben auch Hunger natürlich. Die Kantine baue ich auch ein bisschen größer gleich. Das ist alles, weil ich es, wie gesagt, schon ausprobiert hatte. Die Kantine bauen wir noch und was noch wichtig ist, ist ein Schlafsaal. Den brauchen wir gar nicht so groß, den können wir ein bisschen kleiner lassen. Der Schlafsaal ist noch interessant, ist eine Sackgasse, also der geht
das geht nicht weiter als der Schlafsaal hier. Das heißt, in die Richtung hier müssten wir über den Weg hier bauen. Schlafsaal kann nur eine Station haben. So, die sind jetzt ein bisschen... Die sind noch nicht pisst. Ich kann jetzt auch das Dach wegmachen hier. Und die Jungs arbeiten jetzt hier erstmal. Dann möchte ich mir gerne die Ressourcen angezeigt bekommen. 25 Essen. Medizin und so weiter und so fort. Und, ja, jetzt wird es Nacht. Wir haben zum Glück noch sehr viel Energie gespeichert, aber unser Solarmodul zum Beispiel produziert natürlich nachts keinen Strom. So, wir haben jetzt hier die Kantine. Wir werden jetzt gleich noch den Schlafsaal haben. Wir werden auch gleich das Ding hier noch haben. So, dass wir die Kantine haben. Hier oben können wir jetzt Strukturen bearbeiten, sodass wir hier drin einen Tisch aufstellen können. Und einen Wasserspender brauchen wir auch noch. Ist auch noch wichtig. Und so ein Essensfertiger. Und damit den Leuten nicht langweilig wird, bekommen sie noch eine Blume. So, das sind die wichtigsten Sachen hier. Hier bauen wir dann ein Bett rein. Auch ein paar Strukturen. Ein Bett reicht als erstes. Die kosten dann natürlich Sachen. Die kosten entweder hier Metall oder die kosten Bioplastik. Und die beiden Sachen müssen wir auch selber noch erschaffen. Das zeige ich euch gleich. Ihr seht, der Tisch kostet 2 Bioplastik, die Pflanze kostet 1 Bioplastik, das Ding kostet auch 1 Bioplastik und hier haben sie einen Wasserspender. Der wichtig ist, weil unsere Leute, unsere Mitarbeiter hier, Bedürfnisse haben nach Essen, Gesundheit natürlich, Hygiene, Hydration, Entschuldigung, Sauerstoff halt und Schlaf und Moral. Moral bekommen sie durch sowas wie die Pflanze zum Beispiel, Essen ist ja klar durch das hier und das ist Hydration. So, wir haben jetzt das Überleben gesichert. Aber nicht nur das, wir werden jetzt auch noch hier eine kleine oder eine mittlere Windturbine uns gönnen. Es ist immer wichtig, dass die miteinander verbunden sind. Schlafen. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute wir haben, deswegen könnten wir noch ein Bett bauen. Das hat dann vielleicht positive Auswirkungen, weil die so viele müde sind. Strom haben wir auf jeden Fall noch. Und Wasser verbrauchen wir auch noch nicht so viel. Das haben wir jetzt. Das nächste, was ich noch bauen möchte, das ist ein Biodrom. Wie groß baue ich den denn jetzt? Der soll nicht so krass übertrieben sein. Wir haben natürlich ein Problem, wenn wir hiervon nichts mehr haben. Lass mich kurz überlegen. Vielleicht bauen wir doch erst eine Mine. Die brauchen nämlich auch ein bisschen Platz. Wenn wir die Mine haben, brauchen wir das hier, eine Aufbereitungsanlage. Da wird dann nämlich das Metall, was wir in der Mine bekommen, umgewandelt bzw. zu Metall gemacht. Weil hier sind nur Erz, hier wird nur Erz abgebaut, Entschuldigung, so wollte ich das sagen. Erz zu Metall und Stärke zu Bioplast. Du solltest das Kolonieschiff recyceln. Machen wir das. Dadurch bekommen wir halt auch nochmal viel Metall. Das einzige Problem dadurch, dass ich das recycelt habe jetzt, ist... das einzige Problem ist, dass... dass die Sachen jetzt hier kaputt gehen, quasi. Das wollte ich eigentlich vorhin noch, noch ändern mit einem Lager. Das machen wir jetzt einfach. Das würde ich halt gerne hier irgendwo hinstellen. Das passt aber alles hier nicht hin. Deswegen machen wir es jetzt mal einfach hier. Und bauen. Kann ich zwei Wege machen? Schade. Dann machen wir nur da den Weg. Das wird auch relativ großes Lager. Das soll auch groß sein. Das ist okay. Wie viel Essen haben wir noch? 12. Das ist das nächste, um das wir uns halt kümmern. Kümmern uns dann nochmal um das Essensproblem. Das Essensding. Und das wird gemacht mit diesem Biodrom. Okay, das passt.
So, wenn wir das noch haben, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Betten und so weiter und so fort. Und wenn das Lager noch fertig ist, dann kommen die Sachen da nämlich auch noch rein. Dann werden die Sachen hier drin gelagert und halten sich länger. Oder halten sich unbegrenzt sozusagen, weil hier draußen ist natürlich nicht so schön. Wenn man Essen draußen liegen lässt, wird das ja nicht besser dadurch. Wir sehen, es ist nur alles rot, wenn da kein Sauerstoff drin ist. Es wird jetzt aber langsam. Und dann verschwindet die Röte dann auch. Das ist auch gut. So. Was fehlt hier noch? Ein Metall. Wir machen jetzt hier, sodass die Leute, dass die Arbeiter hier eher hingehen und das Metall produzieren als das andere. Und jetzt bauen wir hier Erbsen- und Reisfelder an. Und hier kommen Tomaten und Salat und Zwiebeln. Pilze kann ich auch einmal machen. Das ist jetzt viel, was ich hier reinbaue. Aber wir brauchen das alles. Und wir machen hier natürlich auch hohe Priorität, sodass unsere Biologen hier drin auf jeden Fall arbeiten werden, so wie unsere Ingenieure hier drin arbeiten werden. Und das ist wichtig. Weil sonst haben die nicht ein Problem. Die bringen jetzt auch die Sachen langsam alle rein hier ins Lager, was auch völlig okay ist. Was völlig gut passt. Schlafsaal haben wir und so weiter und so fort. Wir haben auch kein Energieproblem, so wie ich das sehen kann. Noch nicht. Wir haben sonst auch noch viel auf Halte. Also egal, wie man es dreht und wendet, wir haben halt viel, viele große Sachen gebaut aktuell. Das ist natürlich nicht gut an sich, aber es ist jetzt auch nicht super schlecht. Deswegen passt das eigentlich. Und was auch gut ist, ist, dass wir jetzt sowohl zwei Essens als auch ein Stärkefeld haben. Oder ein Ding, was Stärke produziert. Das nächste, was wir noch machen könnten, wäre, wir brauchen noch ein paar Sachen, damit wir richtig gut laufen. Wir brauchen eine Fabrik, sodass wir Mikrochips herstellen können und so weiter und so fort. Und wir brauchen noch einen Landeplatz, der kostet 4 Eisen oder 4 Metall. Den können wir gleich als nächstes zum in Auftrag geben. Wir verbinden ihn mal nur damit. Denn beim Landeplatz kommen neue Kolonisten an. Und nicht nur Kolonisten, sondern auch die anderen. Ich glaube, die heißen nur Kolonisten. Bin mir jetzt aber gerade nicht sicher. Da kommen auf jeden Fall ein paar Leute an. Und das ist gut so. Deswegen hoffen wir mal, dass das wird. Dass der irgendwann fertig wird. Weil hier drin holen die ja Erz raus, wie gesagt. Das müsste dann hochgehen auf 2. Super. Es sind 2 Arbeiter drin. Und dann wird das hier nämlich weiterverarbeitet zu Metall. Werden wir mal gucken. Da muss natürlich ein Arbeiter dran stehen. Und dann können wir aus Erz und einem Arbeiter Metall machen. Soweit die Theorie. Weil wir brauchen halt Metall hierfür. Wir brauchen Bioplast dafür. Wir haben auch tatsächlich eine Stärke. Da brauchen wir nur die Arbeiter. Ich weiß gar nicht, ob es Arbeiter oder Ingenieure sein müssen, die das hier machen. Ich glaube, es können Arbeiter sein. Und dann haben wir 2 Roboter. Wir haben einmal einen Bauroboter, das ist der gelbe, und wir haben einmal einen Transportroboter, das ist der rote. Der blaue, meine ich. Und der Transportroboter sorgt quasi auch dafür, dass das Essen immer hier drin ist für unsere Leute. Weil, wie wir sehen, wir haben noch 3 Essen, dafür haben wir 3 Gemüse. Gemüse muss halt in den Essensfertiger, Gemüse oder Fleisch, um daraus ein Essen zu produzieren. Und schon haben wir dann ein Essen. Weil das wird noch sehr wichtig für unsere Kolonisten werden. Ich habe dann ein paar verschiedene Sorten hier gebaut. Ein paar verschiedene Grünzeugsorten, so zum Beispiel das Reisfeld, welches Stärke produziert, aber auch Nahrung, und zwar schnell. Dafür muss es oft gewartet werden, das steht hier. Schnelle Produktion und hoher Wartungsbedarf. Das ist halt negativ. Die Pilze wiederum, die haben langsame Produktion und niedrige Wartungsbedarf. Das heißt, dass die sich sehr gut alleine passen, aber auch langsam was produzieren. Die anderen Sachen hier, die Zwiebeln sind normal,
Der Salat und auch die Tomaten, die hier hinkommen, die sind schnell. Dasselbe gilt den Erbsen und den Reis, sodass wir schnell Stärke produzieren, aber halt auch schnell essen. Weil mir sind die Kolonisten schon ein paar Mal verhungert. Zweimal tatsächlich. Dadurch habe ich jetzt auch hier gesagt, dass die eine hohe Priorität haben, sodass unsere Biologen auf jeden Fall in diesem Raum hier sind. Außerdem habe ich hohe Priorität auf das hier gesetzt, sodass unsere Mitarbeiter auf jeden Fall hier Metall und Bioplast produzieren. Weil das ist halt wichtig. Und wir sehen, unser Transportroboter fährt hier das nächste Ding raus. Unsere Roboter können nämlich sterben. Und müssen auch gewartet werden. Zwischendurch muss ein Ingenieur halt hingehen und die warten. Wir haben auch Ersatzteile. Das ist wichtig für unsere Sachen hier draußen, aber auch für unsere Roboter sind Mikrochips wichtig. Und die kriegen wir durch eine Fabrik. Und die Fabrik haben wir aber noch nicht, aber die kostet bis zwei bis drei Bioplast und Metall. Aber wir arbeiten halt gerade dran, hier erstmal den Landeplatz zu bekommen. Sodass, wenn wir einen Landeplatz haben, neue Kolonisten kommen. Die kommen nämlich auch nur dann, wenn es der Kolonie gut geht. So. Ich glaube auch mittlerweile müsste ich alles erklärt haben. Es kommen auch Händler, ähnlich wie bei zum Beispiel Banished. Ich vergleiche das halt gerne mit Banished. Ich habe Banished relativ viel gespielt aktuell. In den letzten paar Tagen. Und da kann man es sehr gut vergleichen. Auch dadurch, dass die Leute halt oft viel sterben. Was Hunger angeht. Kannst du es halt sehr gut mit Banished vergleichen. Und wir verbrauchen relativ viel Strom. Und produzieren nachts halt keinen durch das Solarmodul. Das ist halt so ein Abwägen. Dadurch, dass wir dann mehr Kolonisten bekommen, verbrauchen wir auch mehr Essen. Aber ich hoffe darauf, dass wir noch ein paar Biologen kriegen, weil zwei sind ein bisschen wenig. Für die ganzen Sachen, die wir hier haben, für die ganzen Wartungsdinger. Weil die können halt auch eingehen, die Sachen. Und es wird angezeigt, wir haben 4 Essen, aber ich sehe gerade, oder 4 Gemüse, ich sehe aber nur 2 hier, die sich im Lagerraum tatsächlich sehr gut halten. So wie alle Sachen hier drin, die gehen nicht kaputt. Diese Ressource wird länger halten, bevor sie degeneriert. Egal, so, Tomatenfeld ist jetzt auch gebaut, das heißt, wir produzieren jetzt richtig viel Essen. Und richtig viel Stärke tatsächlich auch. Aber dadurch, dass die halt viel gewartet werden müssen, liegen die Pilze halt auf Brach. Aber das passt schon. Genau, bring du das Ding mal lieber hier hin. Ich glaube, unser Halteplatz kann nämlich jetzt gebaut werden. Das müsste unser Bauroboter jetzt als nächstes machen. Da kommt der Gelbe. Der fährt jetzt hin und der baut das Ding jetzt auf. Sehr gut. Landeerlaubnis. Tipp, Landeerlaubnis? Spezialisierung? Wie kann ich das denn machen? Ist es hier? Ah, nice. Besucher will ich nicht machen. Ich möchte gerne ein paar Biologen noch haben. Wachen brauche ich nicht. Sanitäter wäre noch cool. Arbeiter können wir auch noch gerne machen. Wir brauchen halt relativ viele Biologen, wir brauchen auch relativ viele Ingenieure. Das ist okay. Handeln will ich eigentlich gerade nicht, deswegen können wir den Handel gerade ausmachen. Wir haben nämlich nicht so viel zu handeln. Das ist cool, das wusste ich nicht. Man lernt ja nie aus. Guck mal, unser Roboter, dem geht es jetzt nicht so gut. Das wird das nächste dann sein, was wir in Angriff nehmen, dass wir da eine Fabrik bauen. Womit wir dann Ersatzteile produzieren können. Und unseren Leuten wird schnell langweilig werden demnächst. Deswegen könnten wir hier drin noch einen Baum pflanzen. Da gehen die Leute dann hin, dann gucken die sich den Baum an und dann freuen die sich. Und dann haben die sowohl die Pflanze als auch den Baum. Und dann müssen wir nochmal einen Trainingsraum machen. Und dann... Weil die, denen wird auch langweilig, wenn die zu oft dasselbe sehen. Das ist wie bei euch, oder wie ihr, wenn ihr zu viel Fernsehen guckt und zu viel Frauentausch dann quasi seht.
dann wird euch auch langweilig. Wir haben jetzt 4 Biologen. Das ist okay. Wir haben auch einen Sanitäter. Wir müssen auch demnächst einen Sanitätsraum machen. Es sind viele Dinge, die wir hier machen müssen. Aber als erstes müssen wir noch ein bisschen warten. Sodass wir auf jeden Fall... Nahrung haben wir aktuell okay. Sind halt nicht so viele Essen. Aber die kriegen das schon hin. Die schmeißen das alles hier rein und dann hoffen die, dass sie ihr Essen bekommen. Demnächst. Das produziert das ja auch relativ schnell. Das produziert ja Essen ganz gut. Verbraucht Gemüse, verbraucht Retorenfleisch? Retortenfleisch? Ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall so ein Fleisch, was man im Labor hier züchten kann. Wir haben jetzt auch Metall, wir haben Stärke noch und wir haben auch Bioplast. Also unsere Mitarbeiter arbeiten hier dran und wir bekommen immer neue Leute. Mittlerweile haben wir 4 Arbeiter, 4 Biologen, 3 Ingenieure und 2 Sanitäter. Wachen muss man dann auch demnächst haben. Händler habe ich ausgestellt, genau, Landerlaubnis. Besucher geht erst, wenn wir einen Raumhafen haben. Und ihr seht, wir produzieren keinen Strom in der Nacht. Wir verlieren viel Strom. Aber jetzt produzieren wir langsam wieder was. Und dann geht das Aufbrauchen schnell runter. Und jetzt hat es sich ausgeglichen und jetzt lädt er sich wieder gut auf. Muss man sehen, wie gut das dann wirklich ist. Und jetzt steht nämlich ein Sandsturm bevor. So. Und wir sehen, der Sandsturm kommt. Und jetzt ist es so, wenn die Roboter zum Beispiel draußen sind, werden sie dadurch nicht zerstört, aber dadurch gehen sie kaputt und könnten zerstört werden. Und dann wird es schwer, Roboter zu kriegen. Die musst du dann entweder kaufen oder selber bauen. Aber solange unsere Leute hier drin sind, passiert da nicht viel. Der geht jetzt natürlich raus und ist sehr langsam unterwegs, weil der scheinbar zur Mine muss. Der muss da scheinbar arbeiten, der auch. Das ist natürlich uncool. Und jetzt gerade der Transportroboter sollte nicht draußen sein. Denn, wie ihr hier seht, der Zustand geht runter. Aber der hat es jetzt nochmal geschafft. Das ist die Integrität. Ich weiß es nicht, eins von beiden. So, aber wie dem auch sei, wir werden jetzt erstmal hier einen kurzen Cut machen. Und ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei... wie hieß das denn jetzt nochmal, das Spiel? Planet Base. Genau, bis dahin. Haut rein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ihr einen Daumen nach oben da. Tschüss.